Mach das. Den Kühen geht's gut, das freut mich. Bin ich da, da will ich nicht haben. Ist ja gut. Da will ich die Tanne haben. Da will ich dich haben. Dich an. Ach, ich gehe erstmal lieber doch noch mal auf Schimmerblatt zu. Ja, mach das. So. Dann gehe ich jetzt noch mal suchen nach diesen blauen Bäumen, weil ich finde die so klasse. Ich muss dann noch ein paar noch fällen. Wo muss ich da hin? Ich bin da. Blaustand da. Das ist mystisch. Das ist loser. Okay. Jetzt einmal jetzt so quer durch. Oh, jetzt muss ich die. Schießt du abladen, bist du voll? Ja. Okay. Nie wieder irgendwo voll noch lang gegeistert. Kirschbaum haben wir schon, ne? Ja, Kirschbaum haben wir glaube ich schon. Oder? Ja, den Kirschbaum haben wir schon. Okay. Ich habe zu viele Baumbarts. So. Damit die Katze so gut ist, eigentlich hier. Richtung stimmt. Diese Richtung. Genau, in diesem Bildchen war ich ja vorhin. Die Sonne geht schon wieder unter. Das gefällt mir nicht. Das heißt, ich laufe schon im Dunkeln hier lang. Oh Mann, nee. Genau, hier bin ich vorhin auch irgendwo vorbeigekommen. Ach ja. Was hier für Bäume? Schwarzeichenholz. Okay. Jetzt mogen wir uns hier mal durch. Ach du Scheiße, hier gibt's Warane. Auch das noch. Ich bin bald da. Hast du ein Reisebett dabei? Ja. Wollen wir mal schlafen gehen? Gerne machen. Bettchen. Ja, ich auch gleich, warte. Ich lieg auch ein Bettchen. Ich auch. Wo ist mein Bett? Da. Was lecker? Donnerwetter. Donnerwetter. So, also hier müssen dann irgendwo gleich die schönen Bäume sein. Irgendwo hier sind die.
sind sie denn? Hier ist schon mal einer. Den kann ich mal mitnehmen. So. Die besondere Axt. So. Und Marmor. Ah, jetzt habe ich den Marmor gefunden, den ich brauche. Das ist ja toll. Ja, sie ist da. Ey, die wird gerade auf die Ziege frisst, wenn das alles auf hier? Ja. Da musst du schnell, denn die Ziege frisst alles. Ab, ey. Ey, geh weg. Ja, dann kill doch die Ziege erst, dann machst du doch tot. Weil die Ziege frisst alles, was du fallen lässt. Ja, ich merke das schon. Also ich habe schon mal gesagt gehabt, dass sie das macht. Nein. Ich muss schon warten, dass der Palettling jetzt wieder runterfallen. Ich sage mir den ganzen. Feuertes Vieh. Wir haben schon mal einen Setzling wieder. So, haben wir schon mal ganz viel, haben wir schon mal vier Setzlinge, das heißt wir werden dann gehen, nachher hier gleich wieder einen neuen hinpflanzen. Oh, gibt es aber viele Setzlinge, das ist schön, das freut mich. Das freut mich ja sowas von. Schöner Setzling, Holz, Setzling. Ich habe schon 14 Setzlinge. Das ist auch klasse. Und noch welche. Das ist gut, der fällt schnell auseinander. Da kommt eine ganze Menge runter. Das finde ich sowas von gut. So. Wenn hier natürlich, naja, bevor wir losgehen, wieder gleich wieder neuen Pflanzen, ist ja klar. Ich glaube, die Schimmerblätter wachsen gar nicht nach, habe ich das Gefühl. Das weiß ich nicht. Nee, wachsen nicht nach. Habe ich 40 von denen schon, 40. Kommt da was runter? Dann vergleich 9. Ich habe mal Knochenmehl dabei, leider nicht. Na gut. Hätte Knochenmehl mitnehmen sollen. Plop, plop. Nochmal Holz, nochmal ein Zeppling. Da ist es doch schön. Das ist ganz viel voll. Können wir gleich noch ganz viele Bäume pflanzen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Oh, der hat aber auch was abgeworfen hier. Meine Güte, das gefällt mir. Und noch mehr Setzlinge. Cool. Nochmal Holz. Holz haben wir nicht mehr als genug, aber Holz können wir gut gebrauchen. Und wenn wir noch irgendwas andere Sachen draus machen. Ja, ich sag mal, den Rest lassen wir jetzt hier. Ich habe jetzt 55 Setzlinge. Cool. Liegt hier noch einer rum? Da unten. Den nehmen wir nochmal mit. 56. 57. 58. Oh. Ja, ich denke mal, jetzt gehen wir mal die Richtung. Es wird irgendwo ja noch mehr von diesen blauen Bäumen geben. Au! Au! Blöd, Mann.
blöder, dusseliger Varan. Seid einfach folgt. Was? Gold? Seid einfach folgt, der blöde Varan. Gleich bin ich wieder da, wo ich hin will. Ich werde ganz viele Sätze mitbringen, werde ich ganz viel bei uns pflanzen, weil ich finde die so schön. Gut, da Folie unter Wasser gefallen. Aber ihm geht's gut, er zwitschert. Und er macht einen Haufen Lärm. So, jetzt bin ich hier. Wo ist jetzt der? Das ist da unten. Ach, das war da schon. Mehr gibt's da gar nicht. Wo könnte ich ja eigentlich ja wieder zurückgehen? Ich dachte, hier wäre noch mehr von den blauen Bäumen. Hier gibt's ein Kokosbäumchen? Kokosbäumchen haben wir. Möchtest du eine Handtasche haben? Oh gut. Da sind die Bäume. Okay. Kein Krokodil, nix ist. Hallo, Daumenkopf, ist jemand da? Oh. Oh, hier war so ein böser, das hast du nicht gesehen. Da hab ich bei einer platt gemacht, der Sausack. Da hab ich nicht gesehen, wie so ein böser, dunkler Geist, weißt du? Ich muss mich auch ein bisschen regenerieren. Ja, mach das mal. Was ist das denn für ein Baum? Sumpfgepressten Biegungsstamm, den haben wir schon gehabt, den haben wir schon. Da gibt es die blauen Bohnen, okay, also Hinder. Der Knie hat irgendwas gedroppt. Eine mystische Essenz hat er gedroppt. Naja, das heißt gar nichts. Die mystische Essenz haben oder nicht haben? So, hier sind auch noch ein paar schöne Art. Nehmen wir mal den nächsten hier mal vor. Den fälle ich jetzt auch noch mal. So, gehen wir da raus. Den nehmen wir da raus. Und den nehmen wir da raus. So. Das haben wir schon mal wieder. Wir haben schon wieder ganz viel von diesen Zeugs. Das ganze Holz runter. Das Holz ist nicht so ganz so wichtig. Wichtig ist ja erstmal, denke ich mal, dass wir die Setzlinge kriegen, ne? Ja. Hühner haben wir auch noch gar nicht bei uns, ne? Wir stehen auch gegenüber von so einem Schrein hier, ne? Gott. Irgendwann habe ich eine Muffe.
in die Wasser gefallen. Toll. Okay. Okay. Nett mit dir. Da ist irgendwie schon wieder einer. Von denen. Aua. Ich sehe ihn gar nicht. Von wo schießt er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Gott, da ist er. Gott, ich habe schon wieder den Gänsehaut hier hoch. Ach, weißt du das? Diese Version, die ist ja. Oha. Irgendwie ist sie mystisch. Wo bist du denn gerade? Bei Seewoldshausen. Wollen wir mal schlafen? Sonst hält es sich ein bisschen mehr. Wäre vom Vorteil für mich. Ich bin im Bett. Da muss ich was essen. Ich bin halb tot. Giebolzhausen heißt es. Ja, Südlege Waldläuferheim. Also genau die entgegengesetzte Richtung. Also der Geist ist da öfters da. Ach du Scheiße, ey. Was bist denn du da überhaupt? Ich bin dabei, so ein paar Samen einzusammeln. Ein paar Setzlinge. Aber da taucht immer so ein böser Zauberer auf. So ein böser Geist, weißt du? Der mag mich irgendwie nicht. Obwohl ich ihm Geist getan habe. Ich werde da trotzdem gleich nochmal runtergehen. Dann werde ich mal erzählen, was eine Hake ist. Auf jeden Fall noch seit Ewigkeit nicht mehr gesterbselt. Vielleicht klappt das ja, dass ich auch heute nicht sterbe. Ich muss auf jeden Fall hier auch nochmal hier weg bin. Nochmal einen neuen pflanzen. Das gehört sicher so. Noch ein guter Navigator, ne? Naja. Oh, wir haben noch 3 Minuten nur noch. Nein, wir haben noch 11 Minuten. So. Das ist irgendwas da, da zieht das da raus. Na, ja, gucken wir das gleich nochmal an. So. Ich glaube, das war's jetzt. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Setzlinge. Obwohl, einen könnt ihr nochmal gebrauchen, oder? Ist egal. Ja, da ist ein Geist wieder, da ist er wieder. Okay. Will den abbauen. Warum kann ich die Obelisten nicht abbauen? Oh, ich bin dafür ja. Oh. Ich habe ihn abgebaut.
Also hier kommt keiner mehr, hoffe ich doch. Gott. Ich komme jetzt wieder nach Hause. Ist das in Ordnung? Ja. Ich muss dann nach Südosten. Immer den hinteren Weg hier. Den ebenerdigen vielleicht. Da habe ich noch ein paar Bäume pflanzen. Und dann ist für heute Schicht, denke ich mal, meine werten Freunde. So. Also, man kann davon ausgehen, wenn an diesem Stein irgendetwas ist, wo Rauch abgeht, da ist meistens ein Geist von denen. Ich esse mal was. Ich habe den Stein durch jetzt abgebaut. Das war mir einfach sicherer. Ich hoffe, für Taumpfer braucht man die Sachen nicht, aber ich denke mal weniger. Höchstens zum Erforschen. Oh, ich habe ein paar schöne Sachen gekriegt. Ich werde erst die Bäumchen pflanzen und dann werde ich Sachen einsortieren, was ich da bekommen habe. So, manche durch den dicken Wald hier. Kurz auf den Atlas gucken. Wo bin ich? Ich bin da. Vogelscheuche im Garten gesetzt. Das ist doch schön. Und findest du dich dekorativ? Bitte was? Was denn? Ich habe nur eine Frage gestellt. Dekorativ findest du? Ja. Natürlich. Ja, ist doch schön. Nichts wie los und nichts wie heim. Was ist denn hier? Birne haben wir auch schon. Das weiß ich. Birne haben wir auch schon. Gott auf die Karte. Bin ich vor. Na, ich lege hier irgendwo. Wo waren wir nochmal unsere Kuh? Auf der Kuhweide. Ja, glaube ich, Richtung Norden, ne? Hey, okay, war sie nicht. Was gibt's hier alles? Blattgarten. Einfach alles mal abbauen. So, was haben wir hier? Hier werden kräftig Kühe gemolken bei mir. Das ist doch schön. Zuckermelone habe ich. Eine Melone. Haben wir Melonen schon? Nee, wa? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt haben wir welche. Jetzt, was hier ist, haben wir eigentlich alles. Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Jetzt auf den Atlas gucken. Wo die Richtung passt. Sehr gut.
afrikanische Blüten. Ne? Bin ich auch. Können wir da nochmal so einen sitzen neben meinem Schleimbäumchen? Das ist so ein Kirschblütenbaum? Mal gucken, ob wir noch einen nochmal haben. Ja, sonst fühlt sich mein Schleimbäumchen ein bisschen einsam, weißt du? Ja, ja. Okay, ich bin gleich zu Hause. Das heißt, ich werde dann gleich erstmal noch ein paar von den tollen Bäumen pflanzen. Oh, ich könnte mal Zeit noch sehr gut schaffen. Oh, die Tanne ist schon gewachsen. Super, das finde ich schön. Das gefällt mir. Ich finde, hier muss auch schon mal so ein schöner, großer, blauer Baum wachsen. Das war der Zettel. Da noch einer. Ich finde die nicht so schön. Da noch einer. Dann würde ich gerne hier einen hinpflanzen, schön blau. Ich pflanze mal ein bisschen schnell ein paar schöne, diese blau-grünen Bäumchen. Die finde ich so klasse. Mach das mal. War doch so ein widerlicher, blöder Geist, ey. Was ist das denn für möglich? Ganz bei dem mal. Dahin. Hast schon geguckt, ob so ein Kirschbaum, so ein Zunge ordentlich. So einen schönen japanischen Zierblüten-Kirschbaumstamm haben? Ja, ich guck mir ja gleich mal. Oh, den Hust hat man gehört. Was du vorher gesagt hast, aber nicht. Ja, du redest ab und zu ein bisschen zu leise. Ich habe gesagt, ich gucke jetzt erstmal nach meinem Büsch. Genau. Aber wenn du ein bisschen da rumflüsterst, dann hört man das wahrscheinlich nicht. Oder bist du zu müde zum Sprechen? Nein. Also wenn ich müde bin zum Sprechen, dann lalle ich. Und ich lalle ja nicht. Noch nicht. Also hatte schon lange kein Lalli-Leid mehr. Oh, jetzt will ich noch was, hier was hinpflanzen, da kommt hier so ein komischer Knilch hier. Hier ist ganz viel Platz. So. Noch ganz viel von diesen schönen blauen Büschen. Die soll als ja richtig schön hier werden. So, ich habe noch ganz viel Obst und Gemüse mitgebracht. Ich habe hinter am Berg so ein Anbaufeld gesehen, wie in so einem Dorf, mit ganz vielen verschiedenen Sachen noch. Ich weiß nicht, was wir davon schon haben, was wir davon nicht haben. So, meine Büschchen schlafen jetzt. Ja, es ist doch schön, meine Büschchen schlafen. Aua, abgebildet. Hier können wir kein so ein Bäumchen mehr hinpflanzen. Dann pflanzen wir noch ein paar auf der anderen Straßenseite.
können. Der Nacht. Ja, ich will mal kurz schlafen. Mal gehen wir kurz schlafen, komm her. Bist du schon im Bettchen? Ja. Ja, muss mal kurz ein bisschen Abstand hier. Ah, hier ist gerade ein Monster. Oh, bei mir auch gleich. Und das ist weg und ich hau mich wieder hin. Okay. Au. Hat geklappt. So, ich habe noch ein paar Bäume zu pflanzen. Wenn wir mal ein bisschen überziehen zur Not. Ich hoffe, Schoki hat nichts dagegen. Nein. Daneben, daneben. Boah, wie viele pflanzt du denn von diesen Dingern? Wieso? Soll ich sie mal düngen? Kannst du machen, wenn der Knochenmehl dabei ist. Kannst du gerne düngen. Ich finde sie so schön, wenn die wachsen, weißt du? Ja, das alle vier dünn. Passiert nicht. Ja, dann reicht die Zeit vielleicht noch nicht. Muss mal die anderen versuchen zu düngen. Aber die sind schön, dass die anderen hier so schön wachsen, hat das doch was. Oder? Ja. Davon noch ganz viele. Können wir das Gegend der Blauwald nennen, ne? Oder finden Sie die nicht schön? Sehr schön. Ich glaube, wenn die Rosen 3x3 pflanzen, diese Baumbarts, dann kommen diese Blumen, diese riesigen Blumenbäume bei raus. Wirklich? Habt ihr auch mal abgebaut, weil die brauchen wir glaube ich nicht so richtig. Die Blumenbäume, oder? Nö. So, düngst du schon weiter oder düngst du nicht mal weiter? Es geht irgendwie nicht. Ich habe noch einen anderen Baum. Ihr habt noch mehrere gepflanzt. Hab ich ja schon. Hau das nicht hin und düngst, wie bei meinem Schleimbäumchen. Also bei. Vorhin hat es bei mir hingehauen. Da ich, ah, jetzt habe ich einen groß gezogen. Ja, siehst du. Du sagst immer, geht nicht. Ist gleich groß gezogen. Na klar. Ja, man kann von hinten hier welche fällen, dann kann man das nämlich dann schön vorne wieder hinbauen. Nein, nicht dahin. Weil die musst du zwar mal zwei pflanzen, sonst wachsen die nicht. Weißt du? Okay, Spielermutter weiß es auch, das ist gut. Oh, das sieht richtig schön aus. Ein schönes Wäldchen, weißt du das? Ja, so soll es auch werden. Soll ja auch schön werden. Oh, das hakelt gerade ein bisschen. Ich denke mal, der Server rechnet und lässt die Bäume wachsen und was weiß ich nicht alles. So, der nächste wieder. Na, ist doch schön. So. Da ruckelt es auch wahrscheinlich gerade so ein bisschen. Und die ganzen Sachen hier gerade neu machen alles. Oh. So mehr kann ich nicht haben. Einen habe ich noch übrig. Mit einem einzelnen Setzling kann ich nichts anfangen. So, du kannst noch weiter düngen. Ich bringe die Sachen zurück. Findest du die Bäumchen? Schön, sehr gemütlich.
Irgendwie so schön mystisch, ne? Ja. Ich wusste, dass es dir gefällt. Das sieht klar so mit diesen blauen Bäumen und sowas, das hat was. Wenn so rüber guckt, wow. Alles nach und nach hier so damit zumachen und dazwischen andere Bäume pflanzen, sieht das total klasse aus. Ja. So, dann schmeiße ich die Sachen jetzt schnell mal ins Lagersystem. Mache das gleich unten. So. Hier kommen rein. Dingsbums. Hier habe ich die. Hier noch was drin. Da noch was drin. Das soll ich da vielleicht erst drüben leer machen. Oder? Das ist auch niedlich, ein Zitronenbäumchen. Machen wir das mit der blauen? Wir sind da drin. Oh, oh, da kann man nicht mehr zu viel reintun. Braucht man Erweiterung für und so ein Mist. Brauchen wir aber nicht mal heute. Ich gehe jetzt noch rüber in die Küche. Und da soll ich im nächsten Stream ausladen. Kannst du im nächsten, kannst du jetzt noch schnell ausladen? Okay. Ich weiß, wie lange das dauert, weißt du? Weil ich so viele Sachen jetzt habe. Ich habe Spargel. Kaffeebohnen. Essen, essen, essen. Gerste. Setze noch ein Setzling bei meinem Schleimbäumchen, damit es sich so einsam fühlt. Mach das. Essen, 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 essen. Gibt es ja mal alles schon vorhanden, was ich jetzt hier gesammelt habe. Das haben wir alles schon gehabt. Curry. Das ist ja klasse. Alles, was wir jetzt eigentlich hatten, wir schon. Ne? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich weiß gar nicht, ob ich Knoblauch schon gepflanzt habe. Weißt du das? Oder das weiß ich jetzt nicht. Na gut, da gucken wir aber heute nicht nach. Das machen wir im nächsten Stream dann. So. Ist jetzt irgendetwas hier reingekommen, was da leer sieht, oder? Ist das auch leer? Was habe ich noch im Rucksack? Das. Das lasse ich drin. Das Holz, dafür braucht man eine Erweiterung. Okay. Dann tue ich jetzt den letzten Rest ins Lagerhaus hinten hin. Noch ganz schnell mal zu meinem Schleimbäumchen, dann bin ich auch sofort da. Was willst du bei deinem Schleimbäumchen schon wieder? Ein Kumpel dahinter ist, damit es sich noch nicht so einsam fühlt. Okay. Ja, so sorge ich mich um mein Schleimbäumchen. Naja. So. Das andere müssen wir dann morgen uns eine Erweiterung bauen. So. Ich habe noch drei Stacks und ja, da brauchen wir eine Erweiterung.
Aber von diesem blauen, da muss man noch richtig schön was von machen. Die sind richtig. Na klar. So, ich gehe zum Spanferkel und fange das Essen an, ja? Ja. Dann noch eine Upgrade-Schablone, dann können wir die nochmal schnell machen. Sitze. Ja, ich mache nur schnell eine Upgrade-Schablone nochmal. Jetzt auch nochmal schnell. Dann haben wir es fertig, weißt du? Dann kann ich den Router wieder komplett leer machen. Das wäre doch ein Vorteil. Zack, so. Ja, so viel blaues Holz hier nämlich. Ich schmeiß das alles jetzt hier rein. So. Ich denke mal. Das läuft. Das Ding ist, läuft hier oben voll. Super. Finde ich gut. Sind hier irgendwelche Blumen reinkommen, die man nicht. Oh, ich muss mal kurz nochmal hier ein bisschen sortieren. Ich beeil mich. Das ist eine rote Pflanze. Bin aber gleich fertig. Ätherische Essenz habe ich hier. Schon für den komischen Geist bekommen. So. Ätherische Essenz. Essenzen haben wir schon eine ganze Menge mittlerweile. Cool. Es wächst. Es wächst. Es gefällt mir richtig. Oh, das sieht so. Mit dem Schirren, das sieht so klasse aus. So, jetzt kommen wir aber auch ganz schnell, aber auch jetzt hin dazu, du. Ich eile, ich laufe, ich wetze, ich mache und tu. Bin dermaßen unterwegs. Ach ja. So. Ich bin jetzt auch da. Bin total kaputt von viel Rumlaufen, vom Kämpfen mit fremden Geistern und Mächten, auch vom Bösen und Guten. War ja eher vom Bösen. Ja, Schoki. Ereignisreicher Tag heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Schmersch war da. Dem müssen wir diesmal auf seiner Baustelle mal helfen, mal wieder. Ja, bis dahin sagen wir erstmal, denke mal, tschüss. Mal sehen, wir uns wiedersehen. Eventuell am Donnerstag, hängt mal an die Faktoren, das werden wir sehen. Und wenn nicht, denke ich mal, vielleicht spätestens am Dienstag. Vorher wird glaube ich nichts werden. Schlucki freut sich, ja, sieht man eindeutig. Und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, ciao. Tschüss.